Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 7 Updates und 10 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Nies für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir mit den Updates und zwar kommt das erste Update für die Karte Backroads County, kommt von FSG Modding und FSG Tasman, Downloadgröße 70,85 MB in der Version von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, erhöhte Speicherkapazität für Produktionen, Feldzugang zu Kuhweiten hinzugefügt, bearbeitete Auslöse zum Entladen von Produktionen für ein einfacheres Entladen, fehlendes Sammlerstück hinzugefügt, Zufahrt mit Ladenstraße zur Farm in der Nähe des Fahrzeughändlers hinzugefügt, Problem mit Spielunterbrechung bei Bäumen auf Feldern behoben, und zwar Feld 26 und 27, und das Ganze erfordert einen neuen Spielstand. Das nächste Update kommt für die Karte Umbrian Valley von Gamer Designs, Downloadgröße 139,27 MB in der Version jetzt von 1.0.0.3 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, die Höhe der Bäume wurde gefixt, damit die Stümpfe leichter entfernt werden können. Es ist kein neuer Spielstand erforderlich. Die Multimap vom LSMT Balpos und LS Mapping Team bekommt das nächste Update, Downloadgröße 409,31 MB in der Version von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, neue Produktion, Zellstoffwerk, neue Produktion, Spezialfutter und Gärmittelproduktion. Alle Stromerzeuger in der Kategorie Generatoren haben ein Display erhalten, der Schraubenschlüssel wurde entfernt. Übersetzung für Flüssigdünger, Pflanzenschutzmitteltank hinzugefügt, Übersetzung Spanisch und Russisch hinzugefügt, neue Viehweiden beim Viehhändler zu reinen dekorativen Zwecken. Der Mod Revamp ab Version 1.2.0.16 wird für das automatische Verteilen des Stroms zwingend benötigt. Ein neuer Spielstand ist erforderlich. Der Mac RD690 von Raul Icristi vom VSR Modding Sur Team kriegt das nächste Update, Downloadgröße 23,23 MB in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, hinzugefügt, Anhängevorrichtung hinten und einen Anhänger. Das nächste Update kommt für den New Holland T7 Series von Blauea, Downloadgröße 20,75 MB in der Version von 1.4.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Modelle neu skaliert, neue Details hinzugefügt, Radoptionen überarbeitet, einige visuelle Probleme behoben. Das nächste Update kommt für den Better Contracts Mod von MM Tricks, Downloadgröße 59 KB in der Version von 1.2.4.2 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, faule NPCs, mehr Feldarbeit für Verträge kann konfiguriert werden. Maximalzahl gleichzeitig aktiver Verträge kann konfiguriert werden in Mod Settings Better Contracts XML. Bezeichnung aktiver Verträge mit Leihgeräten, Kennzeichnung aktiver Verträge mit Leihgeräten. Im Multiplayer-Spielen sind die Buttons Neue Verträge und Liste löschen nur für Administratoren aktiv. Mod-Erkennung FS22 Dynamic Mission Vehicle Vehicles. Und dann kommen wir schon zum letzten Update für heute. Und zwar ist das für den einfachen Inspektor von JT Sage, Downloadgröße 36 KB in der Version von 1.0.1.9 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Dev-Stufe hinzufügen, optional Standard-Einstellung aus, polnische Übersetzung hinzugefügt, Bugfix, Füllstand war in manchen Fällen nicht korrekt, wenn das Anhängerlimit eingeschaltet war, Überarbeitung mehrerer Subsysteme, Sie müssen Ihre Einstellungen neu setzen. Damit kommen wir zu den neuen Mods und die eine Mod, die ich Probleme hatte, diese zu laden, also ich habe viermal versucht, auch leer diese zu laden, nur mit der Karte, auch eine andere Karte versucht, die zu laden. Der Ladestand bleibt bei 50% stehen und geht nicht weiter. Ich habe nicht herausgefunden, genau welcher Logfehler das verursacht, aber diese neue Mod heißt Compost Add-on, kommt von Xelma und Suave und Babings 78, Downloadgröße 9,96 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod fügt die Kompostfunktion hinzu, kompatibel mit Precision Farming. Das Add-on enthält auch eine Fabrik sowie einen Behälter für Kompost. Wichtig: deaktivieren Sie die Option Gülle kaufen des Arbeiters. Kompost
ist Unterstützung bei Miststreuer, Anhängergabel und Mistgabel. Also, wenn ihr diese Mod laden könnt, vielleicht könnt ihr mir den Tipp geben, warum diese nicht lädt bei mir. Ich habe es nicht fertiggebracht, diese zu laden. Deswegen gehen wir auch gleich weiter zu der ersten anderen neuen Mod, die ich laden konnte. Und diese erste neue Mod heißt Messy Ferguson 326 und Valtra 2617. Kommt von Holz FS, Downloadgröße 13,92 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Seemaschine mit diesen Elementen, also es ist eine Direktseemaschine. Das ist mit einem Volumen von 2160 Liter für das Saatgut, wiegt 1,5 Tonnen, braucht 95 PS. Hat eine Arbeitsbreite von 4,30 Meter und 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Preis 12.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden zu Transporträder oder ohne. Das heißt, hier wird Transportrad angehängt und dann kann das dann mit dem anderen Element auch seitlich transportiert werden. Die Marken können geändert werden von der Messy Ferguson Version zu der Valtra Version. Das ist also dieselbe Maschine, nur ändert sich der Paintjob rundherum. Dann kriegen wir die Transportkupplung und die ist dann entscheidend eben zum Transportieren, wenn die Transporträder angeschlossen sind. Kostet 800 Euro und wiegt 100 Kilo. Dann gibt es noch die Tandem-Version, das heißt dieses hier, dieses Teil, damit man zwei aneinander hängen kann. Wiegt 3,5 Tonnen und kostet 2500 Euro. Das ist diese Kombination hier. Also ich muss sagen dazu, dass es ganz schwierig ist, diese mal zusammenzubringen. Und zum Zweiten auch, wenn ihr Manual Attach anhabt, ist es nicht mehr möglich, diese voll einzeln zu trennen von diesem Tandem-Anhänger. Deswegen also vielleicht mit Vorsicht zu genießen. Die nächste Neumod heißt Messy Ferguson 2013 und Valtra BDF 1300, kommt ebenfalls von Holz FS, Downloadgröße 8,09 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Düngestreuer hier, kommt auch mit zwei Elementen. Zum einen der Düngestreuer mit einem Fassungsvolumen von 1300 Litern, wiegt 200 Kilo, braucht 70 PS und hat eine Streuweite bis zu 36 Meter. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 20 km/h und kostet 5000 Euro. Auch hier gibt es die Valtra und die Messy Ferguson Version. Wenn das Gelände uneben ist, kann man diesen auch hier draufpacken. Das heißt, man hat einen Anhänger, den man hinterher nachziehen kann, wiegt 1,7 Tonnen und kostet 1200 Euro. Als nächstes kommen wir zu der Estrela 32. Dieser kommt von Aleke DK, Downloadgröße 24,85 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist diese Direktsaatmaschine hier, kommt mit einem Volumen für Saatgut und Mineraldünger von 7086 Litern, 23,8 Tonnen wiegt diese, braucht 380 PS, hat eine Arbeitsbreite von 14,4 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h. Und kostet 200.000 Euro. Ja, ist sehr schnell beim Sehen und kostet aber auch ziemlich viel. Dazu gibt es nichts weiteres zu sagen. Ist eine riesengroße Maschine, ist schön bearbeitet, aber also wirklich ein Riesenjob hier. Schön die Nummerierung der einzelnen Düsen. Perfekt schön gemacht. Wir kommen zu zwei Mods, die identisch sind. Die eine heißt Gigant GD4 30HS. Kommt von Jens M, Downloadgröße 10,66 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und dann gibt es, wie ihr auch sehen könnt, die Lizard-Version, die Lizard GD4 30HS, ebenfalls von Jens M, Downloadgröße 10,55 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Wir schauen uns mal die Gigant-Version an. Wir schauen uns nicht beide an, das ist klar, weil dieselben identisch sind. 23 Kubikmeter ist das Füllvolumen, wiegt 7,5 Tonnen und kostet 18.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nuken, Michelin und Trelleborg. Dann gibt es hier vorne einen Werkzeugkasten, der hinzugebaut werden kann, ja oder nein. Dann Schmutzfänge können auch hinzugebaut werden, hier natürlich vorne, hinten oder beidseitig. Dann Aufkleber gibt es in Schwarz, entweder Front, Seite oder beides. Oder die Aufschrift gibt es auch in Weiß, Front, Seite und Seiten und Front, Weiß zusammen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Und das ist schon alles, was dazu zu sagen ist. Ist ein schöner Anhänger, sehr groß, sehr schön gemacht. Ist ein Muldenkipper. Als nächstes kommen wir zum kleinen Lastwagen. Kommt von Farm Centro Sul, Downloadgröße 13,72 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen.
ist dieser kleine LKW. Ich komme mit einer Leistung von 13 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 80 Litern. 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Wiegt 2,1 Tonne und kostet 15.000 Euro. Hier wird angegeben 40 km/h, das werden wir gleich testen. Die Konfiguration gibt es als Ballenwagen, Kapazität 4000, 8000 und Transportkonfiguration. Dann gibt es die Reifenhersteller einmal 4x2, also Zweiradbetrieben oder die Vierradbetriebene Version. Dann gibt es hier ganz verschiedene Räderkonfigurationen, die kann aber nicht, es gibt also keine Konfiguration, die 0 Euro ist, die sind jeweils alle gleich teuer, alle 4000 Euro. Anhängerkupplung kann hinzugebaut werden, ein Zug mal hinten. Dann gibt es bei der Motorenausführung die Standardversion mit eben den 13 PS und die Turbo-Version mit 25 PS. Nabenfarben gibt es eine große Auswahl, das ist dann diese hier. Die Hauptfarbe ist dann dieses hier. Dann gibt es natürlich noch die Felgenfarbe, die kann natürlich frei gewählt werden aus derselben großen Farbpalette. Da hat noch jemand seine Schuhe vergessen, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir setzen mal drauf und hören mal zu. Okay, es sagt tatsächlich 40 km/h. Dieser Rasenmähermotor, so klingt das. Eine schöne Mod, etwas für den kleinen Hof, wenn man gerne mit, sagen wir mal, älterem Material spielt. Dann kommen wir zum kleinen Anhänger hier, das ist der Lizard 4T. Dieser kommt von Zion, Downloadgröße 4,81 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieser Mikroanhänger hier, 4 Kubikmeter Ladevolumen hat dieser, wiegt 1,2 Tonnen und kostet 3000 Euro. Die Kapazität kann auf 8000 erhöht werden und zurück. Dann gibt es der obere oder untere Attacher, da ändert sich für mich allerdings nichts daran, also das bleibt für mich dasselbe. Fahrgestellfarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Grün und das ist, betrifft das ganze, die ganze Einheit und natürlich die Felge kann entsprechend noch verändert werden. Das sind dann die Farboptionen hierzu. Damit kommen wir zum Lizard Dino 4x4. Dieser kommt von Schleudius Modding, Downloadgröße 5,77 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieses Fun-Gerät hier, 200 PS hat dieses, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 120 Litern, 120 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 1,5 Tonnen und kostet 4.500 Euro. Es können Aufkleber hinzukommen, einmal Flamme, Linie, Tarnung oder Nein. Dann gibt es Zahlen, einmal vorne, das ist mal die Zehnerzahl, hinten gibt es dann die Einerzahl, die Einheiten, also kann man durchschalten. Ich glaube, bis 5 geht das bei den Zehnern, das ist 9 und hier geht es auch bis 9, das heißt, hier können wir auch die 99 draufschreiben. Kabine gibt es, Scheiben, Schutzschirm oder keine. Auspuff gibt es kurz oder lang, das ist also diese Einheit hier. Reifenvarianten gibt es verschiedene Rim-Styles, das sind glaube ich 5 Stück an der Zahl. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Standardpalette hier. Dann kommt die Designfarbe, das sind dann diese Elemente hier. Dann die Designfarbe 2 betrifft die Flamme oder die Aufzeichnung, das was drauf gemahlen ist. Und die Felgenfarbe spricht für sich, ist natürlich die Felge. Wir schauen uns mal das Teil an. Also es hat ziemlich kleinen Motor, also es ist nicht ein sehr großer Motor, aber hört sich an, als wäre es ein riesengroßer Pickup. Also hier wurde offenbar das Soundfile einfach vom Standard-Soundfile genommen. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod, und zwar heißt dieses Kuhfarmpack. Dieses kommt von Camelosch 0397. Downloadgröße 34,41 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden zum einen unter dem Gebäuden und Tiere, also Tiere und Kühe natürlich, gibt es einen offenen Kuhstall, der hat Platz für 30 Kühe, dann der etwas größere für 60 Kühe, dann gibt es der große Kuhstall für 300 Kühe und der große Kuhstall, den hier mit für Platz für 200 Kühe. Der Preis liegt zwischen 55.000 und 105.000 Euro. Der Unterhalt pro Tag liegt zwischen 100 und 120 Euro, je nachdem, welchen Kuhstall mal platziert. Dann gibt es unter Gebäude und Hallen gibt es noch verschiedene andere Sachen dazu. Einmal der Metallschuppen mit Werkstatt, dann gibt es den Metallschuppen normal.
Dann gibt es einen Metallschuppen eckig. Und dann gibt es noch diesen Unterstand hier. Kostenpunkt zum Platzieren zwischen 13.000 und 25.000 Euro. Unterhalt pro Tag liegt zwischen 10 und 25 Euro. Das ist dieser Kuhstall hier. Das ist hier also Mist, wer da herauskommt. Hier kommt die Gülle raus. Das ist dieser etwas schon benutzte, der ist nicht, also nicht brandneu. Da kriegt man nicht neu geliefert, sondern kriegt man eben gebraucht. Da gibt es hier diesen großen. Ich habe nur die großen beiden hingestellt zum Zeigen. Und ja, dann gehen wir noch kurz zu diesem Unterstand hier. Das ist dieser hier. Da findet man hier am ersten Pfeiler den Lichtschalter. Kann man auch wieder ausmachen. Und dann gibt es natürlich noch die Halle. Die schauen wir auch ganz, ganz kurz rein. Das ist diese Halle hier. Hier gibt es auch einen Lichtschalter. Und zwar ist das für das Außenlicht. Und wenn wir hier nochmal draufklicken, ist es auch für das Außenlicht. Also innen ist hier nicht gegeben. Es sei denn, wenn wir hier in der Mitte stehen. Hier gibt es kein Licht innen drin. Also das ist rein optischer Natur. Vielleicht mache ich was falsch. Ach ne, hier ist der kleine Trigger. Das ist dieser hier. Also hier an dem Pfosten findet man dann den Trigger für die Innenbeleuchtung. Wunderbar. Das war's von diesen Mods. Das war es auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gern deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo ab, willst du keine weiteren Mod-Videos verpassen und auch keine Streams, die wir machen und auch keine anderen Inhalte auf diesem Kanal. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, schönen Morgen oder einen guten Tag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Wir sehen uns morgen wieder mit den Mods für morgen und natürlich auch morgen der Livestream um 19 Uhr, wo wir mit unserer autarken Farm weitermachen. Ich sage bis dann, vielleicht sehen wir uns ja beim Livestream. Bis dann, danke, tschüss und hasta luego.